Ey, ist das Smolik? Da ist Smolik. Smolik tanzt hier. Der tanzt jetzt, Private Show. Wir brauchen noch Tänzer, der ist doch Tänzer, oder? Ja, der ist Tänzer. So, komm, du warst Smolik. Ich hab diesen Tanz. Meine Haare. Haare wehen im Licht. Ja? Sieht gut aus? Natürlich. Sehr gut. Hamische Sexy Wash. So sagen es die Iraner. Hamische Sexy Wash. Sexy sein ist umsonst, deswegen will ich ganz viel, klingt viel das davon. Nach afghanischer Akzent. So. Hey, was ist hier los? Soll ich einfach in die Menge schießen? Nein, lass mich. Soll ich nicht in die Menge gleich schießen? Ärger kriegen. Ach, wir kriegen keinen Ärger. Von mir aus kannst du machen. Okay. Also mit dem Auto kommen wir überall hin. Wir werden auf jeden Fall gleich ein paar Leute abschießen. Und es wird keinen Ärger geben, denn mein guter Freund Alex Kolb hat mir natürlich einen leckeren Aston Martin gegeben. Und dank ihm habe ich Feuer unterm Arsch. Beste Grüße an dich, Alex. Ich habe die Super Soaker immer in meinem Auto dabei. Also normalerweise in meinem Jeep, jetzt seit neuestem auch im Aston Martin. Und das Schöne ist, dass wenn ich Leute treffe oder Leute irgendwie komisch sind, dann schieße ich sie einfach. Und die Vergangenheit hat mir einfach gezeigt, dass es nichts Besseres zum Schießen gibt wie eine richtig geile Super Soaker. Aber es werden die gleich. Einer geht! Beste Stadt. Wir gehen jetzt in die Pik Dame. Und ja, Arbeit fängt an. Die andere Arbeit. Ist wie bei Batman. Ich bin tagsüber so, nachts bin ich so. Tagsüber fuck ich die Leute ab, wenn sie nüchtern sind. Nachts fuck ich die Leute ab, wenn sie besoffen sind. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Komm an die Seite, Torti. Mach das wieder hier. Mach die wieder dahinter. Mach die wieder dahinter. Mach die dahinter. Und die haben nur wieder ein Schutzschild. Bono. Hast du mich vermisst? Locker. Nichts machen. Locker, alles gut. Erinnert ihr euch noch vor ein paar Jahren bei der ersten Doku? Da habe ich euch die Baustelle präsentiert. Wir haben jetzt das Jahr 2021 und wir sind fertig. Die Pik Dame ist wieder hier, komplett fertig und zusätzlich das versprochene Pik Dame Haus. Unser ganzer Stolz auf jeden Fall hier, das Gebäude, und es war viel Arbeit. Es wurde viel Herzblut reingesteckt, aber ich bin sehr, sehr glücklich und meine ganze Familie ist natürlich auch sehr froh, dass alles bisher so gelungen ist. Ja. Ich meine, wir haben, es hat sich hier im Viertel einiges getan zur Corona-Zeit. Viele Läden mussten zumachen, es haben nicht alle Läden geschafft. Dennoch ist eine Farbe natürlich übrig geblieben hier. Überall zu sehen, unser wunderschönes Rot.
das, was das Rotlichtmilieu natürlich ausmacht. Hier seht ihr meinen geliebten Onkel Thorsten Senior. Hier mein Patenkind, sein Sohn Thorsten Junior. Der krasseste Schrauber der Stadt hier, Max Motors. Immer galt sich immer an den geilsten Motoren auf. Und hier haben wir meine italienische bessere Hälfte. Mein Tartufo, Raimundo. Raimundo ist ein sehr enger Freund. Wir kennen uns ja schon seit mittlerweile über 10 Jahren und kennengelernt habe ich ihn eigentlich ursprünglich, weil er... Sag das gut, ja? Nee, ich kann das nicht sagen, besser ich sehe. Was halt geil an Raimundo ist, er ist ein absoluter Frankfurt-Supporter und gerade für uns, als wir neu angefangen haben, war er einer, wenn nicht der Erste, der gesagt hat, ich will die Jungs, vor allem auch mich, supporten, unterstützen bei ihrem sportlichen Werdegang und hat sich somit erstmal als Sponsor etabliert und dann die heimliche Liebe geworden. Nein, über die ganzen Jahre sind wir natürlich eng zusammengewachsen. Er war bei im Grunde genommen allen Kämpfen von mir dabei und so extreme Sachen schweißen natürlich zusammen. Unheimlich. Also ich habe ihn das erste Mal im Gym gesehen, ja, aber da wusste ich auch gar nicht, was er macht. Oder dachte, er wäre ein ganz normales Mitglied, wie alle anderen auch. Und dann Zufall, ich bin dann abends auch hier durchs Frankfurter Bahnhofsviertel gezogen, dann stand er mal hier vorne noch bei dem alten Peak-Ladedarm, wusste aber auch nicht, wie die Verbindung ist. Einfach für mich war er ein ganz normaler Sportler, wie alle anderen auch. Und dann hatte ich das mit der Zeit so ein bisschen mehr herauskristallisiert, was er überhaupt macht, wie gut er eigentlich ist. Und ja, dann kam eins nach dem anderen. Dann gab es halt auch diese eine Geschichte, wie wir zum ersten Sponsoring zusammenkamen, seit ich mit Nils gesprochen habe. Und wie er schon sagte, ich bin wirklich sehr, sehr Frankfurt verbunden. Und wir waren im anderen Laden, war ich mit Freunden was trinken und da war auch er da. Und für uns war die Situation, glaube ich, für beide ein bisschen ungewohnt, weil er da... Ich habe einen gebechert. Ich habe hart einen gebechert, habe ich den in der anderen Ecke gesehen und dachte mir, fuck. Das ist ein Sponsor und er hat mich da am anderen Ende gesehen. Ja, und dachte halt, ah ja, den sponsor ich gerade, will man nicht zu besoffen sein. Und dann sind wir ganz seriös auch zueinander gekommen. Und dann, ja, da hat es, glaube ich, erst richtig losgelegt und da haben wir beide noch einen. Und dann gab es Vollgas. Ganz genau, schön getrunken und so hat es sich weiterentwickelt. Und wie gesagt, erst war es über die Beziehung mit dem Sponsoring und dann ist auch wirklich enge Freundschaft geworden, vor allem. Man muss es ja mal ganz klar sagen, hier, das ist der älteste Laden in Frankfurt. Hier trifft sich alles schon seit Jahren und das wächst auch immer mehr zusammen. Und von daher ist das für mich ganz klar. Also es ist nicht nur Max Koga, der MMA-Kämpfer, es ist Max Koga, der Mensch, seine sozialen Einstellungen, auch die Sachen, die wir ab und zu mal alle zusammen machen, wenn wir uns engagieren, das schweißt halt einfach zusammen. Also das ist nicht nur Business. Der bessere Esser. Eindeutig. Ich würde sagen, ich sehe auch besser aus, er hat einen besseren Body. Also, wir sind jetzt hier an der Peak Dame und ihr habt jetzt wieder mal ein paar Einblicke bekommen. Ihr habt die Peak Dame und das Peak House von außen gesehen. Jetzt zeige ich euch das Ganze mal von drin. Ich hatte immer gegessen in der ursprünglichen Küche, jetzt nicht in der umgebauten, aber als ich ein kleiner Bub war, war ich hier, habe hier gefuttert, wurde hier übergeben, hier wurde die Übergabe gemacht von dem Kind. Ich bin ja, meine Eltern waren ja nicht zusammen, wurde hergebracht, hinten hin und dann wieder hochgebracht, so war das. Ja. Mein Onkel, von dem kriegen wir bestimmt einen O-Ton. Aber der ist... Onkelchen, komm mal bitte ganz kurz. Thorsten, komm mal bitte ganz kurz. Hatten wir ja vorhin Thorsten Senior. Und die Frage war nach einem O-Ton. Der wird... Ein Ton. Was für ein O-Ton? Irgendwas, Zitat, irgendwas. Aber es ist natürlich FSK 18, das ist echt so. Ja, aber das kann ich schon nicht bringen jetzt hier. Fernseher kriege ich schon nichts raus. Der ist aufgeregt. Wird lieber nass.
bringe vor dem Fernseher. Gehen wir weiter. Mein kleiner Bruder, den habt ihr noch nicht gesehen. Kannst du uns bitte erklären, was an Frankfurter Schelle ist? Gleichzustellen mit der berühmten Archie-Schelle. Das ist dann die Rückhand. Richtige Rückhand, Sklösch. Und dann nochmal hier eine. Es gibt mehrere, je nachdem. Wo du bist. Genau. Das ist die Frankfurter Schelle. Wir waren jetzt eben bei meinem Zuhause in der Pik Dame. Eine Minute davon weg. Haben einen anderen Spielplatz, das Pur Platinium. Da werden wir Christian finden heute Abend. Trainingspartner. Guck mal, du hast doch hier Hausverbot. Ich hab ihm Dollars zugesteckt. Kommt rein. Ey, ist das Wollig? Da ist Wollig. Das Wollig tanzt hier. Der tanzt jetzt, Private Show. Wir brauchen noch Tänzer, der ist doch Tänzer, oder? Ja, der ist Tänzer. So, komm, du machst Wollig. Ich hab diesen Tanz. Wir müssen bitte jetzt heimchen gehen. Hast du genug Mädels gesehen? Hoffentlich, wir gehen mal raus hier. Macht's gut, Leute. Schön, dass ihr da seid. Ja, es war ein kleiner Einblick in mein nächtliches Leben, im Grunde genommen. Ja. Ja, die andere Seite von Max Koga, die vorher die letzten Jahre nicht so bekannt war. Und so bin ich aufgewachsen. So, das ist ein Teil von meinem Leben. Ich habe, ich kenne das alles so nicht anders. Dementsprechend habe ich alles immer so angepasst, dass ich auch so trainieren kann. Nö, es stand immer schon im Raum, aber war jetzt nichts war in Stein gemeißelt. Also ja, es stand ja auch nie fest, dass mein Vater sagt, ey, der will sich jetzt zurückziehen aus dem ganzen Geschehen und dementsprechend ja, war das alles ein bisschen offen. Aber es ist jetzt alles so in die Richtung gegangen, es ist so gewachsen, es ist so entstanden und deswegen ist halt alles auch so, wie es manchmal ist im Leben, so gekommen. Das ist das, womit ich aufgewachsen bin. Das ist das, was ich schon immer gemacht habe. Und jetzt habe ich das Ganze noch mehr in der Hand. Perfekt. Also ich kann und werde und will nicht klagen.